Jo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Live. Und ja, wir werden endlich mal wieder ein Aminus Box Opening machen. Das heißt für euch ein Giveaway quasi. Also ist quasi mit inbegriffen, weil wir es ja immer so gemacht haben, wer sich daran nicht erinnern kann oder wer das noch nicht kennt oder na gut, wenn er nicht auf Devos spielt, weiß er es eh nicht, aber es ist einfach so auf Devos, ich farm immer die Aminus Boxen. In der Regel eigentlich 70. Naja, nicht 70 each, also von den beiden 70, das sind die wertvolleren. Und von denen sind es meistens nur so 30, aber jetzt habe ich voll das behinderte Zahlenverhältnis, also bei denen bin ich schon über die 70 drüber. Bei denen bin ich noch nicht bei den 70 und bei denen bin ich auch schon bei 50, deswegen habe ich mir jetzt gesagt, komm, haben wir genug gefarmt für ein Opening und machen wir sie trotzdem auf. Und wir werden die einfach öffnen und das beste Item wird dann an einen aus den Kommentaren verlost. Und was man dafür machen muss, ist einfach nur sein Char-Namen von Devos, ja, wer nicht auf Devos spielt, kann nicht mitmachen, kann nicht gewinnen. In die Kommentare schreiben, richtig schreiben und das Item wird dann per Post verschickt an den Gewinner. Also wird dann wahrscheinlich im nächsten Video ausgelost oder im übernächsten, kommt drauf an, wann ich aufnehme, weil wenn das Video noch nicht 24 Stunden alt ist, dann ja, nee, machen wir es 2 Tage. Also, warte mal, wann lade ich das wahrscheinlich hoch? Was ist denn heute überhaupt? Ah ja, Donnerstag. Wartet. Mach mal Frist einfach bis Ende, also bis Samstag 24 Uhr. Also sprich, Sonntag im Video könnte es schon ausgelost werden oder dann eben Montag, je nachdem halt. Es kommt halt darauf an, wie ich aufnehme und wo ich aufnehme und wann ich aufnehme. Aber bis Samstag 24 Uhr hat man auf jeden Fall Zeit, dann ist man noch auf jeden Fall im Lostpot. Danach wahrscheinlich nicht mehr. Genau, also Samstag 24 Uhr, okay. Gut, haben wir das und dann fangen wir auch direkt mit den schlechtesten Boxen an. Ich habe leider nicht so viel Inventarplatz. Ich hoffe, es reicht. Deswegen steht auch noch der Holzkopf hier neben mir, damit der im Notfall aushelfen kann. Aber wir kriegen ja hauptsächlich sowieso Moonstones und Oris und Karten. Die haben wir hier alle schon auf der. Von daher sollte das nicht so ein großes Problem werden. Boah, es geht mir schon wieder viel zu schnell. Wir haben noch nichts bekommen. Aber gut, das sind ja die schlechtesten. Damit muss man sich immer trösten. Das ist Sockelkarten. Das ist das Beste, was du kriegen kannst. Eigentlich eine A- oder 7% Karte. Und oder halt Diamonds und das ist halt so gut wie nie drin. Also, weiß gar nicht. Ich glaube, wir hatten schon mehrere, aber immer nur Vakuum Ocean und vielleicht einmal Volcano oder so, aber. Instant Lightning 7, erste Box, geil. Das ist nicht schlecht. Also ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr, was die wert sind. Ich muss mal gleich. Müssen wir gleich nachschauen. Oh, zwei Oceans hintereinander. Müssen wir gleich mal gucken, weil das könnte das wertvollste Item tatsächlich sein, wenn wir Pech haben, ja? Oder wenn ihr Pech habt. Ich krieg das wertvollste Item ja nicht, von daher wäre dann nicht ich das Pech. Kappa. Oh, Topaz Ocean Card, nochmal 7%. Nochmal Saphir, also Edelsteine finde ich sehr, sehr nice. Oder Juwelen, je nachdem halt. Ja, nochmal Ocean, 5 Ocean 7, Alter. Und noch keine einzige Vakuum Card, das wundert mich jetzt ehrlich gesagt. Sogar eine Volcano auch. Ja, fand ich jetzt nicht mehr so schlecht. Wenn Diamonds noch dabei gewesen wären, wäre es okay gewesen. So ist es nur nicht schlecht. Und dann schauen wir mal. Schmuck ist natürlich der Hauptgewinn. Hoffe ich zumindest, dass er noch so viel wert ist. Ich kenne die Preise aktuell ehrlich gesagt überhaupt nicht. Demol plus 12. Und dann selbstverständlich noch. Vigors? Moment, was sind die denn auch plus 12 eigentlich? Ne, die sind plus 9, genau. Vigors plus 9 sind auch drin, stimmt. Haben wir ja schon oft bekommen. Ja, ich muss jetzt. Da haben wir auch reingekriegt. Vigor plus 9. Genau, aber die sind safe nicht so viel wert wie dem Mois plus 12, aber das ist, dürfte das zweitwertvollste sein. So, jetzt haben wir das Problem, wie gerade angesprochen. Ach, ja, wobei ist eigentlich besser so, weil ich wollte es eigentlich gar nicht. Stimmt, das ist natürlich Schwachsinn, weil solange wir noch nicht wissen, was das wertvollste Item ist, weil das lege ich mir dann hier oben auf B wieder zurecht, damit ich es nicht aus Versehen verkaufen oder verschicken kann oder sonst was damit machen kann. Was haben wir hier noch drüben? Na komm, die ganzen Juwelen können wir mal einlagern. Also, kriegen wir wahrscheinlich nicht mehr. Ruby. Ah, 65 Stück davon. Nice one. Das finde ich auch immer so geil. Immer wenn ich meine Bank öffne, schreibt dann jemand einen Kommentar oder schreibt mich jemand beim nächsten Mal, wenn ich umgehe, an. Ja, verkaufst du das und das, was da auf der Bank ist? Das ist immer so geil. So. Kriegen wir nur Trash, Patient Necklace. Komm schon, der Moll plus 12 muss noch drin sein. Sonst ist Battle zwischen Vigor plus 9 und Lightning 7%. Oh, schade. Ja gut, da müssen wir jetzt nachschauen, weil das könnte echt knapp sein, weil Lightnings sind wahrscheinlich auch nicht mehr so viel wert. Und Vigor ist auch nur so im 200, 173 Mio. Mal Stückpreis.
168 Mio. Heilige Scheiße, was zum Teufel ist das hier? Boah. Hä, Moment. Ah ja, nee, passt schon. Ja, nee, passt schon. 168 Mio ist die billigste. Okay. Boah, dann könnte der Vigor vielleicht sogar, ups, teurer sein. Vielleicht kostet er sogar 200. Da ist ein Vigor plus 10 für 244. Sieht gut aus. 190. 190, ja. Tatsächlich. Also ich muss mich nach dem AH richten, weil ich kenne die Preise nicht, aber so oder so scheinen sie fast genau gleichwertig zu sein. Weil AH-Preise sind ja eh nicht die direkten, also kauft man ja meistens nicht. Also meistens probiert man, dass man es etwas billiger bekommt dann als AH. Also es gibt keinen anderen, der es verkauft. Deswegen, ja, würde ich jetzt sagen, es ist beides so roundabout zwischen 150 und 200. Weil bei Lightning eher Richtung 250, aber ja, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Da machen wir aber trotzdem den Vigor. Einfach nur, weil er den meisten Leuten wahrscheinlich mehr bringt. Hoffe ich zumindest. Ja, steinigt mich, wenn nicht, aber ja. Beschlossene Sache ist beschlossene Sache. So, ne Moment, was soll ich jetzt noch machen? Die Karten müssen wir noch loswerden. Ah, und die Patient Necklace, die können wir auch noch wegtun. Müssen wir kurz schauen. Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht. Ich kenne mich auf dem... Ja, es ist so schwierig, wenn du zwei Charser, also zwei Server spielst und bei... Da alles anders eingerichtet ist und so. Zum Beispiel auf Meteonic, aber richtig. Jetzt wollte ich mich verbessern und Clockwork sagen. auf Meteonica habe ich ja gar keine 7% Karten oder zumindest nicht so viele, dass ich mir Gedanken machen muss, auf welchem Chart lagere ich die nochmal, sondern da ist es so, da droppe ich eine in 4 Tagen und dann... Ja, das sind so die Momente da wirklich, da könntest du so hart kotzen. Ja, du kannst ja nicht mehr als zweimal das gleiche Item traden. Wann wollen die das eigentlich mal beheben? Ohne Scheiß, was ist denn das eigentlich? Das bleibt jetzt einfach so, oder was? What the fuck, Alter? Da muss ich mal ins Forum schauen, Alter. Da gibt's da bestimmt schon übelst die Hass-Threads, wo die wieder rumgeflamed, abgeflamed werden. Aber es wird wahrscheinlich alles gelöscht. Es sollte reichen eigentlich. Nur die Shining-Oris noch einlagern. Schauen wir mal, wie viel wir davon schon wieder haben. Da haben wir letztens auch mal... Oder was heißt letztens, vor ein paar Monaten haben wir mal irgendeinen Typen, also hat irgendeiner geupgradet und hat die Shining Oris für sau viel gekauft. Ich glaube für 15 oder 10 Mio oder irgendwie sowas. Also richtig krass. Da ich dem, glaube ich, auch 200 Stück verkauft. Auf jeden Fall safe, nice Einnahmequelle. Genau. So, und dann wollen wir natürlich noch ein paar Dungeons machen mit dreifach Droprate und Clock of Hannah. Ja, also Demol plus 18 muss da sein, warum haben wir nicht kennen? Ah ja, genau, wir haben die Boxen drin gehabt. Ja, also der Mal plus 18 muss auf jeden Fall drin sein. Safe. Sonst Riot. Und ja, hoffen wir mal das Beste. Weil ich weiß gar nicht, alle Dungeons. Nein, jetzt habe ich mich im Mentalist eingebufft. Scheiße. Fuck. Das war jetzt. Ja, es ist, wie gesagt, Umstellung von zwei Servern ist schwierig. Weil ich die Buffs auf. Ich weiß nicht, warum ich 8 gedrückt habe, ehrlich gesagt. Aber irgendeinen Grund wird es haben. Muss man dann später schauen, was ich auf Meteonica auf der 8 habe. Aber eigentlich habe ich da immer das CS-Pad und auf meinem Helm habe ich da wahrscheinlich gar nichts. Aber bin mir gerade nicht ganz sicher. Deswegen weiß ich es nicht. Genau. Machen wir noch einen Speedbeat rein. Na ja, gut, musst du erstmal das Pad beschweren. Wie wär's damit? Triggered. So. Jetzt läuft's. Ja, ich habe vorher auch noch Clockworks gemacht vor dem Video. Ich fand's jetzt. Ja, also. Ja, wobei bei Dreifach Drop hätten wir ihn eigentlich noch machen können. Moment, Donnerstag? Ja. Nee. Dreifach Drop ist nur heute und morgen. Also nur Donnerstag, Freitag, ab Samstag ist dann wieder zweifach. Ja, aber egal, bei Zweifach Drop werden wir ihn auch auf jeden Fall noch einmal wahrscheinlich im Video machen. Einfach nur eben, falls er eben mal was droppt. Aber dann eben auch mit PSF. Ja, stimmt, ich habe ihn nicht mit PSF gemacht, stimmt, deswegen wollte ich es nicht aufnehmen, weil ich mir dann gedacht habe, ja komm, ist zwar dreifach Drop und Clock of Hannah, was immer noch bessere Chancen sind als Party Skills und Clock of Hannah normal, aber ja, trotzdem ist es halt irgendwie dann auch blöd. Und er hat natürlich nichts gedroppt, also gar nichts, auch keine Rukenjia-Schild oder so. Deswegen gab es da eh nicht so viel zu zeigen und dann ist halt auch einfach noch das Ding mit dem... mit der Länge des, also das dauert halt so ultra lang und ist halt einfach nicht so entertaining. Also machen wir es dann wahrscheinlich beim nächsten Mal so, dass ich euch dann wieder nur die letzten 5 Minuten oder so ranklatsche. Und dann, ja, keine Ahnung, was wir dann noch machen. Das sehen wir dann. Übrigens 69%. Hihi, XD. Genau.
Ich glaube, wir machen aber nur wirklich Tramlok, beide und Hörnes. Mehr machen wir wahrscheinlich heute gar nicht mehr. Also, ich werde dann wahrscheinlich schon noch mehr machen. Ich will dann unbedingt noch auf Meteonica und weiterleveln. Weil ich habe, also, ich spüre schon die Müdigkeit in mir aufsteigen, muss ich sagen. Und weil ich ja heute, also Donnerstag, wie ihr wisst, wie gesagt, bin ich sau früh aufgestanden. Und ich werde wahrscheinlich nicht länger als bis 1 oder 2 packen. Und deswegen muss ich mich jetzt ranhalten hier. Straffer Zeitplan, weil sonst. Also, Drop-Event will ich auf jeden Fall auf beiden Servern ein bisschen ausnutzen. Und ja, genau. Also muss auf jeden Fall hier keine Sekunde verschwendet werden. Jede Sekunde Stillstand ist. In jeder Sekunde schreiben wir rote Zahlen, aber eigentlich nicht, weil wir verlieren ja kein Geld, aber wir kriegen auch kein Geld, wenn wir nichts tun. Genau, so ist vielleicht richtig ausgedrückt. Oder auch nicht, ist mir scheißegal. Ja. Auf jeden Fall, wie gesagt, wegen dem Giveaway einfach nur den Char-Namen in die Kommentare schreiben und vielleicht das Video liken und vielleicht abonnieren. Ja, das sind nur die Kleinigkeiten. Ja. Das müsst ihr nicht tun. Das habt ihr ja eh schon alle gemacht, das weiß ich doch. Deswegen ist das natürlich keine Voraussetzung. Jo, aber ja, wie gesagt, es wurde ja auch letztes Mal wieder gefragt, wann immer wieder ein Giveaway kommt und so. Und da, ja, passt das jetzt auch. Und ich farme jetzt die Aminus-Boxen wieder regelmäßig, zumindest einmal täglich, ja, damit einfach trotzdem Fortschritt gemacht wird. Und außerdem geben die mir auch relativ viel Geld. Selbst wenn ich das wertvollste Item verschenke, kriege ich immer noch relativ. Also, naja, gut, direkt Geld kriege ich nicht, weil die meisten Sachen bunkere ich einfach nur weg und verkaufe sie irgendwann in 100 Jahren mal. Aber wenn ich sie in 100 Jahren einmal verkaufe, dann kriege ich eben Geld. Das ist der Unterschied. Also, beziehungsweise das ist nicht der. Na? Dachte gerade irgendwie, dass da was liegt, aber. Nö. Ah, Warpon Suit ist wieder geil. Nicht gestattet. Haben wir Erweckskreuz? Ich habe irgendwie gerade voll Bock, die zu erwecken. Und ich glaube, das machen wir auch. Weil Dela mal wieder nicht beim nächsten Dungeon steht. Aber ich habe echt voll Bock, gerade die zu erwecken. Und deswegen tun wir das auch. Vor allem, sie ist eh weiblich, von daher wird sie sowieso weniger wert sein. Ja, ich weiß. Unterdrückung der Frauen. Nein. Aber es ist einfach so, die meisten Chars. Oder viele Chars sind männlich, sagen wir es mal so. Und ja, es ist einfach schon immer so gewesen, dass M immer clean mehr wert ist als F. Ganz selten. Ganz, ganz selten der Fall, dass es andersrum ist. So, ich glaube, wir haben zwei Wechsels auf der Bank, ist ja scheißegal. So. Und Dela steht dann auch schon ready. Müssen wir nur den Couple Ring aktivieren. Und. Ah, schade. Nicht scheiße, aber auch alles andere ist gut. Wenn es 15 und 11 und beides plus Crit Damage gewesen wären, wäre es cool gewesen. Aber leider nicht der Fall. Tja. Wie sieht es in der Party aus? Nein! Könnte jetzt D da rein? Naja, ist jetzt scheißegal. Der Speedwurf ist jetzt auch nicht so heftig. Naja, wobei doch eigentlich schon. Aber wir haben zumindest noch einen Fly aktiviert. Es gibt uns nochmal 15 Speed, wobei ich das auch nur reingehauen habe, weil das noch Inventarplatz weggenommen hat und das ein seelengebundenes Item ist. Oder war. Ich glaube, es war vom Einlog-Event, weil da war ich halt genau einen Tag eingeloggt, also eine Stunde halt, als es war mit den Coupons von dem Event. Was für ein Event war das gleich nochmal? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Das mit dem Hanbok-Set oder wie das hieß. Das sind mir die Namensumstellungen. Also auf Deutsch heißt es Hanbok, aber ich glaube auf Englisch hieß es auch Hanbok. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Ist ja auch egal auf jeden Fall. War das davon noch und Speed bringt uns ja trotzdem was und aufheben ist, finde ich, seelengebundene Items sind einfach scheiße. Also die aufzuheben ist einfach nur pure Scheiße. Weil es einfach so nervig ist, weil du die nicht auf die Bank tun kannst und nichts damit tun kannst. So. Also wenn wir heute nichts droppen, würde mich sehr verwundern, weil ich meine, wie gesagt, Dreifach-Drop ist schon saftig. Also da kann man eigentlich mit fast jedem Dungeon mit einem Drop rechnen. Oder zumindest immer mit ein oder zwei Setteilen. Also du droppst zumindest immer eine Sache, die kein Food oder Penya ist. Und dreifach Penya droppst ja sowieso, also auch ohne Dreifach-Drop-Event. Das wäre geil, wenn sie das auch verdreifachen würden. Also statt halt dann dreifach Penya kriegst du neunfach. Also, weil das auch ein bisschen zu krass wäre, dann würdest du pro Dungeon über 10 Mio droppen, weil meistens droppen ja so. Na gut, nicht alle, aber die meisten droppen ja mehr als eine Mio, so 1-1, 1-2 manchmal. Würdest du dann fast, also würdest du über 10 Mio pro Dungeon bekommen, das wäre, glaube ich, ein bisschen zu heftig. Aber cool wäre es trotzdem, wenn sie es mal machen würden. Aber werden sie nicht machen. Das ist mir noch nie aufgefallen, dass da oben so ein komisches. Es läuft von weiter weg, sah das irgendwie aus wie ein Clown. Das, was da oben auf diesem runden Ding drauf war.
Wollte ich gerade noch anmerken, und je näher wir gekommen sind, desto dümmer kam mir meine Aussage vor, deswegen habe ich es nicht gesagt, aber jetzt habe ich es trotzdem gesagt. So. Jetzt auf jeden Fall Triple Drop Lusaka Crystallaxe, damit ich Calypso Knight hier noch Konkurrenz machen kann im AH. Weil ich meine Sachen eh nicht ins AH stelle, weil ich kein Merch aktiviert habe. Aber mache ich eben Shops und schreibe billiger als Calypso's LCRs. Cup. Mache ich natürlich nicht. Ich doch nicht. So. Weil es eh blöd ist mit solchen Items, weil du kannst eh nur eins in den Shop reinstellen und dann musst du warten, bis einer kauft. Wenn du 10 Stück davon hast, musst du es immer so machen, weil kannst du nicht über 2 Milliarden in den Shop stellen. Letzte Problem. Genau. Ja, wollen wir einen Upcut oder so rein? Ah, stimmt, genau. Upcuts habe ich auch noch sehen gebunden. Gut, dass ich es anspreche. Die wollte ich nämlich auch reinballern. Weil ganz ehrlich, wenn ich hier wieder aktiv spiele... Hä, wo sind die jetzt? Achso, hä, warum sind die noch da drüben? Ich habe doch gerade rübergezogen. Lol. Ah, und HP-Sue dann. Ah, nee, habe ich schon an. Okay, passt. Haha, da war ich mir einen Schritt voraus. So, Clock of Honor ist auch drinnen. Dann lass mal hören, White Otto Zip. Ich will das Klirren der Axt, der Äxte, jetzt hätte ich mir beinahe versprochen, der Äxte hören, wenn sie auf dem Boden aufprallen. Wäre cool, wenn das auch einen Sound machen würde. Müssen wir darauf achten, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es keinen Sound macht. Wäre aber eigentlich übelst cool. Weil dann würdest du es hören, wenn du was droppst. Also das so gegen. Also Set-Teile so. Also seit so ein plumpfes Geräusch machen und Waffen so ein klirrendes Geräusch. So. Ja, okay, das war jetzt kein klirrendes Geräusch. Okay, das ist keine Waffe dabei. Aber Ruby, Moonstone und Orichalcum, also 4 Rubies, wow. Das ist ziemlich gut sogar. Ja, das ist ziemlich gut. Das war jetzt eigentlich genau, also besser als die meisten Waffen, die wir hätten droppen können wahrscheinlich. Naja, nicht sehr viel besser, aber ich sag mal auf jeden Fall besser als Lusaka Crystal. Big Axe, Big Sword, Wand, Staff, Yo-Yo, normales Schwert. Ja, also so 5 von 10 Waffen mindestens. Von daher nicht schlecht. Wobei bei Lusaka Crystal ist eigentlich eh nur die Axe was wert ist. Eigentlich ist daher gar nichts was wert. Aber ihr kennt ja meine Meinung dazu. So, jetzt, das wäre ja auch mal geil, wenn du bei... Oh, ja, wobei, wenn man... Also wenn du hier einen Doppeldrop oder Triple-Drop jetzt hier bei Hörnis hättest mit Schmuck oder so, aber das ist natürlich leicht unrealistisch, weil ich ja nicht mal beim 30-fach X, nicht XP, ja auch, aber Drop-Event habe ich ja nicht mal in dem Mal plus 18 gedroppt, von daher sind die Chancen bei einem 3-fach-Event natürlich auch extrem erhöht, aber immer noch schwindend gering, zu gering, um dass es tatsächlich passieren wird. Aber das spricht schon wieder der Negativ-Net aus mir, deswegen... Müssen wir es einfach auf uns zukommen lassen. So. Wollte ich das sagen. Ist ja nicht was gestattet? Nope. Den können wir noch reinfuden. Den können wir noch... Ah ja, genau, stimmt, mit dem Titel. Ah, stimmt, ja. Jetzt heißt, stimmt, das wollte ich auch noch ansprechen. Ja, mit dem Titel wurde leider nichts. Ja, habt ihr wahrscheinlich mitbekommen. Leider. Aber ich muss auch sagen, ich habe dann doch zu wenig ja, soll ich es eh schon verraten, ne? Also Grey Pill Titel wäre es gewesen. Aber das Problem ist, ich war sogar teilweise mal ein paar Stündchen AFK, hat mich vielleicht auch der eine oder andere gesehen, weil ich teilweise auch mitten in Flaris, also gut, ich habe ja auch kein Gildenhaus, wo soll ich sonst AFK gehen, aber ja, ein bisschen gefoodet habe, also bestimmt nicht wenig, aber das Problem ist halt, da foode ich nur das normale Food, da tue ich die Pillen nicht festklemmen. Deswegen hat sich seit da weniger getan. Das wollte ich euch letztens zeigen bei dem Geländer in Flaris. Ich weiß nicht, wie lange das schon her ist, aber das habe ich euch doch mal erzählt, dass ich so gesprungen bin und durch das gesamte Geländer geslidet bin und einfach nichts mehr drücken konnte. Genau, das war gerade auch. Leider nicht so lange. Ich probiere es nochmal, aber ich weiß nicht. Das kann man nicht wirklich forcen, außer man weiß genau, wo man reinspringt. Ja, zu hoch. Einmal probiere es noch. Na, naja. Wartet, einmal noch, wartet, Moment. Hör auf zu stöhnen und spring lieber richtig. Na, scheiße. Ja, aber ihr habt es auf jeden Fall gesehen, wer es nicht gesehen hat, spült zurück. Spült zurück, spult zurück, ja. Das habe ich letztens gemeint, das ist zwar schon ewig her, aber sowas vergisst man nicht. Also das ist echt, weiß ich nicht, was das ist. Das ist mir jetzt gerade zum zweiten Mal erst passiert. Zum Glück habe ich es diesmal aufgenommen, sonst hätte mir wieder keiner geglaubt. Weil ich weiß nicht, ob mir das wirklich keiner geglaubt hat oder ob es ein scheißegal war, eins von beiden.
Ich fand es auf jeden Fall ziemlich krass. Aber bei dem Geländer in Flaris sah es halt viel krasser aus, weil das war jetzt hier nur so seitwärts runter. Und bei dem Geländer in Flaris, also die Brücke von Ost-Flaris zu Zentral-Flaris, da halt bei dem langen Geländer, also das ist schon eine lange Brücke, ein langes Geländer, ja, lange Brücke, langes Geländer. Und wirklich halt von vorne bis hinten durch, das war jetzt schon krass. Also da habe ich mir schon so gedacht. Vor allem, konntest halt dann. Weiß nicht, 4, 5 Sekunden waren das bestimmt. Konntest halt einfach nichts drücken und der ganze Bildschirm hat so geruckelt. Da denkst du dir auch so, okay, hab das Game zerstört. Also, das war, jo, ziemlich geil. Und gut, dass wir es jetzt aufgenommen haben. Also eigentlich ziemlich nicht geil, weil ich da echt Schiss hatte, aber was kann schon passieren? Im schlimmsten Fall kriegst du einen DC oder so, aber es wäre auch geil, wenn du dann einfach stirbst und wieder Level 1 bist oder so. Weil du irgendwie so, keine Ahnung, halt dich durch das Game geglitscht hast, ja? Keine Ahnung. Was für eine Begründung man dann bringen würde, aber irgendeine Begründung wahrscheinlich würde es geben. So, leider ist auch kein XP-Event vom, Drop-Event vom Lord, nur XP-Event, ja. Scheiß Lord, Kappa. Nein, Spaß. Aber wäre natürlich auch saftig, aber würde jetzt die Chance nicht drastisch erhöhen, so wie ein Dreifach-Drop-Event. Diamond! Schade, oh, Diamond und Shine. 3 Diamonds! Oh! Geht nicht annähernd an den Moi plus 18 ran, aber 3 Diamonds sind richtig nice. Ganz ehrlich, da schauen wir jetzt auch noch mal kurz nach, was die so wert sind. Aber nach meinem letzten Stand 50 bis 70 Mio, das heißt, wir haben gerade 150 Mio bar auf die Kralle gedroppt. Nicht in Form einer Waffe, die man niemals verkaufen wird, sondern in Form von Diamonds, die sehr viele Leute brauchen. Und ich selber wegbunker. Diamonds. Jetzt muss ich kurz überlegen, wie man das schreibt. Ah, nein! Oh! Mein Freund, ich komme und hol dich, ey. Warum tust du die so billig rein? Schade. Schade. Sind wieder im Preis gesunken. Verdammt! Scheiß Inflation wird nicht höher. Verdammt. Scheiß Inflation, ey. Mach doch mal die Preise höher. Kapp. Naja, schade. Aber ich sag mal, 30 Mio sowas, 30 bis 40 Mio sowas ist auch noch super okay. Also vor allem für Juwelen. Also ist eigentlich lächerlich, dass Waffen nicht mal ansatzweise sowas wert sind. Also die meisten Waffen nicht mal ansatzweise sowas wert sind. Hier ist ja auch cool, die haben Matching CS, das ist wahrscheinlich auch die gleiche Person, aber. Ja gut, haben auch fast den gleichen Namen. Aber warum ist die eine so viel größer? Da kommt mir das so vor. Haben die einfach genau das gleiche eigentlich? Ne, die Schleife ist anders. Aber sonst ist genau das gleiche. Leute, das habe ich auch noch nie gesehen. Not bad. Grüße gehen auf jeden Fall raus. Ich meine, man sieht die Gauns leider nicht. Ah doch, es ist Rabbit. Hier sieht man es auch. Hier sieht man es nur den Buschel oben. Lol. Ja, und der Clock ist nicht der gleiche, aber das ist ein Clock of Honor. Da verstehe ich, warum wir den nicht beide haben. Würde ja auch Sinn ergeben. Wow, das habe ich noch nie gesehen. Das ist ziemlich cool. Also, dass man halt einfach bei beiden genau das gleiche CS hat und die einzige Unterscheidung quasi ist, gut, ja, der Clock, aber eben auch diese Haarschleife, die ich auch habe. Ich habe sie in Pink. Ja, fehlt nur noch die weiße, dann haben wir alle in einer Reihe. Hey! Ich bin eine von Ihnen, wartet mal. Ich gehöre dazu. Schwestern. Kappa. Ja. Zu viel. Ja, weiß ich nicht. Zu viel weiß ich nicht. Keine Ahnung. Na egal, auf jeden Fall, danke fürs Einschalten. Macht's gut, haut's rein. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. Ciao, ciao.